Endlich ist die Zeit gekommen. Du weißt, dass du es nie bekommen wirst. Das werden wir ja sehen. Sei gewarnt, von heute an herrsche ich. Nein, niemals. Das ist euer Todesurteil. Ich habe dich gewarnt. Wer war das? Schein, das geht dich überhaupt nichts an. Lieber Neun, kümmere dich um den Rest der Erde. Ja, Galadriel. Schein, ja, weißt du, Wehl, er verfolgt ein ganz bestimmtes Ziel und das schon seit Jahren. Was denn für ein bestimmtes Ziel? Er will unsterblich werden. Was? Kann man denn da gar nichts tun? Doch, wir können standhaft bleiben und versuchen, ihn nicht zu fürchten. Gibt's denn da nichts Besseres? Sowas wie ein langes Gespräch? Nein, Wehl wurde so geschaffen, wie er ist. Aber Schein, das Schicksal wollte es so. Und damit Schluss. Oh Mann, ich könnte Vanalle den Mund zustopfen. Sie labert und labert und labert. Das nimmt gar kein Ende mehr. Was ist denn mit dir passiert? Hast du das denn nicht mit Wehl mitbekommen? Nein. Oh nein, nicht er. Sonst noch was? Ich hatte ein ernstes Gespräch mit Galadriel. Er hat mir etwas über Wehl, oder wie er heißt, erzählt. Kennst du ihn? Wen, Galadriel? Hältst du mich für blöd? Nein, ich meine Wehl. Ja, jetzt halte ich dich für blöd. Ha, ha, ha. Naja, egal. Jedenfalls soll er furchtbare Verbrechen begangen haben. Es heißt, er hätte seine eigene Mutter getötet, um die Herrschaft ihrer Herde zu bekommen. Sein Herz soll nichts als Schwärze besitzen, was ich mir ja irgendwie vorstellen kann. Woher weißt du das alles? Von meiner Mutter. Sie kannte viele Geschichten. Ist ja seltsam. Was denn? Na, Wehl hatte Magie. Besitzt auch jemand von uns Magie? Keine Ahnung. Vielleicht sollten wir mal jemanden fragen, der es weiß. Hm? Du meinst doch nicht etwa. Oh, doch. Oh nein, das ist ein Verbrechen gegen meine Hey, wartest du wohl? Und als die Wölfe auf mich zukamen, da blieb ich und stellte mich ihnen entgegen. Ich kämpfte wie ein Löwe. Aber dann, als ich dachte, ich hätte gesiegt, kam ein so riesiger Wolf auf mich zu. Ich hatte richtige Angst. Ich hatte ihn noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Der Wolf sprang schnell und wendig über einen seiner toten Kameraden und sah mich voll Hass in den Augen an. Ich war bereit und bäumte mich auf und der Wolf... Verzeih, Wolke, dass ich dich störe, aber wir müssen dich etwas sehr Wichtiges fragen. Was gibt es denn nun schon wieder? Schein wollte dich etwas über Wehl und seine Herde fragen. Stimmt das? Ja, das wollte ich. Na, das weiß doch jeder. Gar nicht wahr. Raindrop weiß es nicht. Lügner. Weiß ich wohl. Du lügst selber. Hört auf, sonst erzähle ich nicht weiter. Ah, geht doch. Nun zu dir, Schein. Was willst du denn so genau über ein ehemaliges Herdenmitglied wissen, hm? Er war was? Ein Herdenmitglied? Aber wieso ist er böse? Gemein, brutal, weil dies in seiner Natur liegt. Aber hier ist doch niemand wie er. Nur er selbst ist so. Ach ja, woher weißt du das denn so genau? Kennst wohl alle ganz genau, was? Nein. Wieso ist Wehl so geworden? Das weiß niemand so genau. Manche meinen, ein böser Geist. Aber ich denke, es waren Gier und Macht, die ihn verleitet haben, so zu werden. Klingt logisch.
Und als der Wolf dann auf mich zukam, da, das ist ja eine hochinteressante Geschichte, was Schein? Was wohl jetzt geschieht? Ich würde lieber zu gerne wissen, was genau Wehl sucht. Und Sterblichkeit allein ist es garantiert nicht. Aber wo hat er außerdem seine Herde aufgelesen? Von allein kommt die ja so nicht. Denkst du bitte mal an das Opfer seiner Mutter, du Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf, aber ja, ich denke daran. Auf jeden Fall klar ist, er darf nicht an seine Unsterblichkeit herankommen. So viel steht fest. Das muss verhindert werden. Aber wie? Dazu müssten wir erstmal wissen, was Wehl außer Unsterblichkeit sucht. Fragen wir Wolke? Nee, der sagt nichts mehr. Das steht fest. Dann müssen wir es eben selbst herausfinden. Aber Vorsicht vor den anderen. Schon klar, für wie doof hältst du mich? Also, wo fangen wir an? Wo hat Wehl sich denn niedergelassen? Das wäre doch ein guter Anfang, oder? Ja, aber alleine ist es gefährlich. Wen könnten wir denn noch mitnehmen? Keinen natürlich. Das schaffen wir auch alleine. Na gut, aber wir gehen nicht zu nah an Wehl. Kapiert? Er besitzt Magie. Ich weiß. Okay, los geht's. Halt, wartet. Wohin wollt ihr denn? Wir wollten noch etwas für Wolke holen. Er hat uns darum gebeten. Hat keine Zeit, weil er die Fohlen unterhält. Ach so. Na dann, viel Spaß. Ach, ist sie nicht wunderschön. Ja, das ist sie, du Träumer. Komm, wir müssen weiter. Ist gut. Wo sollen wir denn anfangen zu suchen? Sie könnten überall sein. Wo würdest du hingehen, wenn du die Gegend kennst und alles überwachen willst? Die steinernen Hänge. Ja, ich wette, da sind sie. Na dann komm. Hier, Vorsicht! Ich weiß! Kommst du? Ja, ich komme. Okay, weißt du was? Ich gehe jetzt da hinten lang und du da vorne. Keine Angst, ich werde auf mich aufpassen. Wir treffen uns hier, wenn die Sonne hochsteht, okay? Okay, machen wir es so. Aber wenn der eine etwas findet, kommt er sofort zurück. In Ordnung? Verstanden.